Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Um was soll es heute gehen? Es geht um Folgendes. Der Kanal Willems Outdoor hat zu einer Challenge aufgerufen. Und zwar soll man Ausrüstungsgegenstände zeigen. Man soll zum Beispiel zeigen den ältesten Ausrüstungsgegenstand, den Gegenstand, den man am meisten benutzt. Dann soll man zeigen den neuesten Gegenstand, was man sich gekauft hat für draußen. Ja. Man soll halt einfach ein paar Sachen zeigen. Ich bin auf die Challenge aufmerksam geworden durch Camp Kramer, durch Martin. Der Martin wurde da eben getaggt, dass er mitmachen soll. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt da auch mit. Da ich die ganzen Sachen aber wirklich nicht mehr so zusammenbringe, was ist mein ältester Gegenstand für draußen oder der teuerste Gegenstand oder der billigste Gegenstand. Da waren Gegenstände für 30 Cent dabei, die ich immer noch benutze, habe ich mir gedacht, ich werde die Challenge auf 2021 begrenzen. Also quasi, was habe ich mir als erstes gekauft 2021, was habe ich mir jetzt als letztes gekauft 2021, was habe ich 2021 am meisten hergenommen, etc. pp. Ihr wisst ja Bescheid. Und ich würde sagen, jedem, den das Thema, was habe ich mir denn so Neues geleistet, gegönnt 2021, ist herzlich eingeladen, sich das Video anzutun. Und mir bleibt wie vor jedem Video wieder einmal nur zu sagen, viel Spaß dabei. So, dann fangen wir mal an. Erstmal hier, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, wissen, mein Zeigetisch, ich nenne ihn einfach Zeigetisch, das ist übrigens ein Mühlefeld. Das war, wenn früher die Obrigkeit Mühle spielen wollte, haben sie das hier gekonnt. Mit was fange ich an? Ich fange an mit dem günstigsten Teil. Und das ist dieses Teil hier. Das ist eine Axt. Wow! Jetzt Wahnsinn, oder? Eine Axt, ja. Ich pack's mal aus. So sieht das Ding aus. Eine Axt von der Firma MFH. Max Fuchs. Ich habe es mir ein bisschen hingeschliffen. Das ist eigentlich, die ursprüngliche Form ist der Form von der Axt, vom Beil, von der US Army nachempfunden. Ich habe es mir hier abgerundet. Dann sieht es etwas rustikaler und älter aus. Ich liebe diese alte Axtform. Und wie man hier sieht, habe ich mir den Griff geschnitzt. Dass es halt einfach griffiger ist, was soll ich sagen. Warum das günstigste Teil? Ich glaube, dieses Teil kostet 14 Euro, ich weiß es nicht ganz genau. Ich gebe euch unten die Links, ich verlinke euch das Ganze, wo es findet bei Amazon oder sonst irgendwas. Ein bisschen nachgearbeitet. 14 Euro habe ich dafür bezahlt. Dann gibt es noch für 11 Euro die Tasche dazu. Es ist eine nachgemachte Tasche von der US Army. Passt hier genau rein. Ich bastel mir immer Sachen ganz gern selber, aber bei dieser Tasche habe ich mir gedacht, da greife ich zu. Passt wunderschön rein, kann man toll mitnehmen. Die Daten und so verlinke ich alles unten, wo es das bei Amazon findet. So, das war das günstigste Teil. Ja, dann habe ich euch hier das billigste gezeigt von 2021. Dann zeige ich euch jetzt das teuerste. So teuer war es auch gar nicht. Ich weiß es gar nicht mehr. Und zwar ist das Defender 110 von der Firma Icorn. Ich habe mir das Ding gekauft. Ich liebe dieses Teil. Ich mache irgendwann ein Review dazu, das teuerste Teil. Ich weiß nicht genau, was ich dafür bezahlt habe. Das Messer ist für mich, für meine Zwecke, genial. Es ist ein Allrounder, es ist zurzeit mein Messer für draußen. Einziges Manko bei dem Messer war die Scheide, was dabei war. Es ist wirklich eine Billigscheide. Ich habe mir Kydex gekauft und habe mir einfach eine Kydex-Scheide gebastelt. Ganz einfach. Ich weiß den Preis nicht mehr genau, aber wie gesagt, der Papa, kommt der Papa. Aber wie gesagt, ja, es geht zu bei uns auf dem Hof, es ist halt so. Auf dem Hof geht es immer zu. Wie gesagt, das war das teuerste. Was es genau gekostet hat, weiß ich nicht mehr. Ich glaube 170 oder so. Ich verlinke es unten. Die Scheide kannst du vergessen. Die Scheide habe ich mir selber gebastelt, Kydex bestellt und hingeformt. Alles gut. Seitdem ist das mein Allrounder für draußen, was ich immer dabei habe. Und ich bin total begeistert. Review von dem Ding folgt aber noch. Wie schon erwähnt, kommen wir jetzt zum Neuesten, was ich habe.
Das habe ich jetzt seit, keine Ahnung, 2 Wochen oder so. Das ist das Ultralight Tarp von der Firma Amazonas. Ich werde jetzt gar nicht viel dazu erzählen, weil es gibt auf meinem Kanal schon ein Video drüber, was wir gedreht haben, wie man es aufbaut etc. Das verlinke ich euch auch unten. Schaut euch das mal an. Langzeittest mache ich dann noch. Tu mal deine Hände daraus. Den Langzeittest mache ich dann noch. Es ist, also mit Kindern drehen, mit Hunden drehen, mit Hähnen drehen, mit Ziegen drehen, es wird immer schwieriger. Wo war ich denn stehen geblieben? Ich war stehen geblieben. Video gibt's, verlinke ich euch unten, schaut es euch mal an. Vielleicht ist das ja was für den einen oder anderen, dieses Ultralight Tarp. Aber wie gesagt, Link ist unten, Video findet ihr auf meinem Kanal. Mit was machen wir weiter? Mit dem Ältesten, was ich habe. Also mit dem, was ich mir irgendwann am Jahresanfang gekauft habe. Hallo, ich weiß, was das Älteste ist. Was denn? Die Erbsenpistole. Ach, die Erbsenpistole, die gibt's ja schon lange nicht mehr. Menno! Die Erbsenpistole ist schon längst verkauft. Ich hoffe, man hört mich noch. Das ist das älteste Teil, was ich mir 2021 gekauft habe. Also quasi irgendwann Anfang 2021. Ja, es ist von der Firma Helicontex, das Wagman Roll. Der Poncho-Liner. Ich finde ihn voll geil. Ich finde ihn Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob man mich noch hören kann. Aber dieses Teil ist der absolute Wahnsinn. Folgt jetzt dann auch irgendwann ein Review. Werde ich irgendwann machen. Geiles Teil. Richtig geiles Teil. Ich rede euch jetzt mal so an. Richtig geiles Teil. Dann kommen wir zu dem Teil, das ich dieses Jahr schon am öftersten benutzt habe. Und zwar ist das das neue Kochsystem von der Firma Esbit. Nur eine ganz kurze Vorstellung. Wir haben hier eine Tasse oben oder einen kleinen Topf, wie man halt will. Ich nehme es jetzt immer als Tasse her. Dann hat man hier das Kochsystem drin. Da ist der Esbit. Passt alles mit rein. Das ist das Tolle dran, dass du so viele Sachen reinkriegst. Da passen, ich glaube, über 10 so XXL Esbit-Dinger rein. Dann passt noch der Spirituskocher natürlich mit rein. So schaut der Spirituskocher aus. Da ist der Spiritus drin. Wird angezündet. Funktioniert alles einwandfrei. Man zündet den Spirituskocher an. Stellt den rein und dann stellt man den Topf drauf. Der Topf hat 750 Milliliter, das war mir ganz wichtig, weil damit kann man sich nämlich so eine Nudelpackung warm machen. 500 Milliliter Wasser und die Nudeln noch dazu, passt genau hier rein, 750 Milliliter. Und wie gesagt, entweder mit einem Spirituskocher, so wie hier, oder eben mit dem Aufbau reinstellen. Spiritus drauflegen, Topf drauf, fertig. Sehr genial, ich habe es jetzt schon sehr oft hergenommen, ist auch unten verlinkt. Geiles Teil, ich finde es geil, muss jeder selber wissen. Ich finde es geil, weil alles sehr kompakt ist. Ich zeige euch, wie ich das noch einräume, ganz kurz. Das kommt hier drauf. Wird das hier reingestellt, das hier rein, dann kommen die 10, dann kommen die Esbit-Dinger rein, Zündhölzer noch drauf, Kaffee noch rein, passt alles rein, Deckel drauf und dann wieder verschließen. Voll geiles Teil. Wie gesagt, ich finde es voll geil, muss jeder selber wissen. Das war das, was ich bis jetzt am öftersten hergenommen habe, weil ich das immer hernehme, wenn ich draußen bin. Hallo. So, zusätzlich noch ein kleines Special. Und zwar wollte ich euch noch wirklich das coolste Teil zeigen, was ich mir 2021 gekauft habe. Und das ist der Schmuck von der Firma Ridgeline Neuseeland. Und ich sage euch eins, ich werde euch jetzt nicht viel über diesen Schmuck erzählen. Ihr habt es bestimmt schon auf dem Video von mir gesehen, wenn nicht, ach, wo kann man ihn überall sehen? Ja, hier zum Beispiel Roadtrip Teil 2, Bierkeller, da habe ich ihn an und eigentlich habe ich ihn jetzt immer angehabt die letzte Zeit. Und ich sage euch eins, wirklich, ich verlinke es euch unten, er kostet einiges,
Aber es ist das genialste Kleidungsstück, was ich jemals in meinem Leben gehabt habe. Ich liebe diese Jacke, ich liebe diesen Überwurf, ich liebe diesen Schmuck. Er ist der Wahnsinn. Ich kann nicht mehr darüber sagen. Kauft euch dieses Teil und ihr werdet es selber erleben. Das ist das coolste Ding, was ich mir 2021 gegönnt habe. Dann gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel hier die Hose Invader Gear, verlinke ich euch auch unten. Eine der genialsten Hosen, die man sich vorstellen kann, finde ich. Die habe ich zum Airsoft-Spielen an, aber jetzt auch mittlerweile einfach nur für draußen. Zum Airsoft-Zocken habe ich sie in Woodland, für draußen habe ich sie einfach hier in Oliv. Schaut euch die Hose auch einfach mal an. Ich finde für draußen eine super geniale Hose. Kann man alles einstellen, was man will. Ein cooles Teil. Also es gab noch einiges mehr 2021, aber kann ich ja nicht alles zeigen. So, das war's von dem kurzen Video. Ich habe die Challenge ganz cool gefunden, auch wenn ich nicht getaggt wurde, aber es hieß ja auch, man soll einfach mitmachen, wenn man Lust drauf hat. Es ist ja so, ich bin ja nicht unbedingt sehr viel in dieser YouTube-Welt unterwegs, deshalb wüsste ich jetzt gar nicht, wen ich taggen wollen würde oder sollte. Ich habe wirklich keine Ahnung, wen ich taggen soll. Deshalb meine Bitte, jeder, der das Video sieht, macht es einfach mit, zeigt eure Sachen her. Nur so kommen mehr Videos zustande, nur so bringt man was über andere in Erfahrung, nur so findet ein Austausch statt. Und den finde ich ganz wichtig. Ich wollte an dieser Stelle nochmal ein viel Gesundheit an den Jo schicken. Halt durch, Jo. Das war mir noch ganz wichtig, mein Goldwaschkollege, der Jo. Halt durch. Geht bergauf, alles gut. Und ansonsten war es das schon wieder mit diesem Video. Zeigt her, was ihr habt, macht ein Video. Ganz tolle Idee von Wilhelms Outdoor und macht alle mit. Kann es nur immer wieder sagen. So, das war's jetzt aber von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei, wenn es heißt Bergführer, Touristenschnacksler, etc. pp. Ihr wisst Bescheid. Geht raus, nehmt eure Kinder. Sie haben es verdient, öfters von euch mit rausgenommen zu werden. Aber treibt es nicht zu wild, sagt Nature Chat.